Ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem neuen Video. Ja, ganz kurzer Einwand, und zwar an diesen einen Tag, wo ich eben einiges getestet habe, ist leider kameratechnisch vieles schiefgelaufen, beziehungsweise die SD-Karte wollte nicht so ganz mit der Kamera kooperieren und deshalb musste ich leider, leider mit dem Handy filmen. Ja, deshalb habe ich da so ein wenig Hintergrundmusik einspielen lassen, aber ich hoffe, ihr werdet trotzdem die Unterschiede merken und ihr werdet trotzdem erfahren, welche Böller sich vom Asia Dragon Buster sich eben lohnen oder nicht. Ja, darum soll es ja eben gehen, und so schlecht sind die Videos, denke ich, jetzt auch mal nicht. Ja, so. Deshalb, ich wünsche euch jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß, nur bitte seid gewarnt, es ist keine Kameraqualität, aber es sollte trotzdem noch funktionieren. Genau in dem Sinne. Dann viel Spaß. So, ich grüße euch zu diesem Video. Wir haben beim Toni ein bisschen eingekauft, ja, also wirklich Böller, die man schön testen kann. Wir haben den FP3 Small für 4,99 € erworben, die FP3s für 2,99 € und P1 Böller für 5,99 €, und die haben wirklich noch, ja, sollten ordentlich Dampf haben. Da bin ich mal gespannt. Die da haben wir woanders erworben, aber ja, wurscht, nehmen wir trotzdem mit rein. Genau, also FP3 Small, der hat ja von der NEM, können wir mal rausholen, sind halt die neuen, sind natürlich nicht die alten, eine NEM von 0,35 Gramm und das für 5 Euro. Gut, muss jeder für sich selber entscheiden. Jetzt kommt der Hammer. Hier 10 Stück FP3 für 3 Euro und eine NEM von 0,8 Gramm. Ja, Leute, früher waren die bei 3 Gramm und die waren günstiger. Ja, das sind ja 10, keine 20 Stück, müsst ihr euch mal vorstellen. Wir werden die trotzdem testen. Wir fangen mit dem FP3 an. FP3 Small natürlich. FP3 Small. Ich bin gespannt, wie die jetzt abschneiden werden. Ja, die waren echt nicht schlecht, ne? Seit BKS. Ich habe den Kleinen auch mitgenommen, gell? Und ja, der hat mir auch gerade zugenickt, dass es ein guter Böller war. Du, gell, bleibst schön hinten. Und genau, jetzt testen wir den FP3 normal. So, und Leute, ganz ehrlich, die Verarbeitung. Kein Vergleich zu den vorherigen FP3s, die von der Verarbeitung, vom Knall her ansatzweise gut waren. Aber das, ehrlich, das ist nur noch China-Schrott. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Das rechtfertigt einfach nicht mehr den Preis. Ja, kein Stückchen lauter. Der Vorbrenner, totale Scheiße. Also ganz ehrlich, Leute. Jorge, was habt ihr euch dabei gedacht? Warum, Bro, produziert ihr so welche Schrottböller? Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt haben wir hier Dueno Special N6 von Jorge Feuerwerk. Für 7 Euro, 10 Stück in der Packung. Und die haben eine NEM, schauen wir mal, von 1,5 Gramm, Klasse 3. Wie haben die das denn hinbekommen? Krass, weil in China produzieren die eigentlich gar nicht mehr. Mit so hohen NEM-Zahlen beim BKS. Da bin ich jetzt gespannt. Boah, die Zündschnur, Leute, geil. Also da spürt man die Druckwelle. Klare Kaufempfehlung. Richtig gute Qualität. Und der Knall ist einfach der Wahnsinn. So, und jetzt haben wir noch die. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Habe ich noch nie getestet. Da haben wir eine NEM von, wie steht es überhaupt da drauf? 1,8 Gramm, Leute. Ja gut, die testen wir jetzt mal vom Tobi. Toni, ne? Du hast mir gesagt, die sollten laut sein. Das wird jetzt geprüft. Das wird jetzt geprüft. Ja, die waren auf jeden Fall wirklich nicht schlecht. Und als Vergleich unseren altbekannten P1-Böller vom Piro Union. Also ich weiß ja nicht, wie die mit P1 durchgekommen sind. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Die waren fast schon lauter als die Truenos. Also Wahnsinn. So, wir kommen zum Abschluss. Also die FP3s können wir im Endeffekt wirklich ins Klo spülen, da sind sie am besten aufgehoben.
Ich bin wirklich angefressen von der Qualität her. FP3, Leute, geht gar nicht. Die da, die es beim Toni gibt, die würde ich wirklich empfehlen. Die sind saumäßig gut. Die Duenos sowieso, also was für eine, die waren wirklich mit Abstand am lautesten. Im Nachhinein habe ich das jetzt nochmal testen können. Ansonsten Piro Union ist ja natürlich ein bisschen teuer, aber vom Knall her wirklich der Wahnsinn. Die machen wir jetzt nicht, die werden ein bisschen unfair. Wir machen jetzt mal Folgendes. Duano gegen den da. So, Leute, ich bin echt gespannt. Huiuiui. Ja, der Duano, der war mit Abstand am lautesten. Geile Teile. So, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen. Es muss halt alles schnell gehen. Der Ort ist nicht der beste. Meine Kamera hat heute versagt. Soll alles nicht so sein. Ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß. Und ja, vielleicht hole ich das alles nochmal nach.